Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, ich bin niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie diesmal zum Thema Zahnung und Zahnungsbeschwerden. Ein häufiges Thema, welches mich bei Kindern in den ersten 2 Lebensjahren recht häufig in der Sprechstunde beschäftigt. In der Regel haben Kleinkinder 20 Milchzähne. Der Durchbruch dieser Zähne ist individuell unterschiedlich. Es gibt Kinder, die kommen sogar schon mit einzelnen Zähnen auf die Welt, sogenannten Hexenzähne. Manche haben mit einem Jahr noch gar keine Zähne, andere haben mit einem Jahr schon fast alle. Also die Palette des Möglichen ist groß und ganz besonders abhängig auch davon, was die Eltern denn für Zahner waren. Aber in der Regel sind die ersten Zähne mit etwa 5, 6 Monaten da, und oft genug bin ich bei der Vorsorgeuntersuchung U5, das ist nämlich in etwa dieser Zeit, der Erste, der überhaupt bemerkt, dass Zähne da sind. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, dass es normal ist, dass Kinder Zähne bekommen und in der Regel ohne, dass man es merkt. Aber in der heutigen Zeit, habe ich so den Eindruck, ist das Zahnen ein Thema, auch eine Zeit, auf die man so richtig wartet und bibbert als Eltern und keine Gelegenheit verstreichen lässt, um irgendwie das Zahnen als Grund für irgendeine Verhaltensauffälligkeit des Kindes zu sehen. Ich meine, das wird oft übertrieben. Und deshalb eben der Hinweis, oft bin ich der Erste, der sagt, ach, da ist schon ein Zahn durchgebrochen. Aber trotzdem, tatsächlich ist bei vielen Kindern das Zahnen verbunden mit ganz typischen Symptomen, die ich hier etwa mal aufzählen möchte. Zunächst, oftmals schleimen die Kinder deutlich mehr während der Zahnzeit. Der durchbrechende Zahn aktiviert die Schleimhaut. Und was tut eine Schleimhaut, wenn sie aktiviert wird? Klar, sie produziert mehr Schleim. Diesen Schleim kriegen die Kinder oft nicht so einfach weg. Vor allem, wenn sie liegen, fließt dieser Schleim Richtung Kehlkopf und löst dann dort einen Husten aus. Das bedeutet, zahnende Kinder husten oftmals auch mehr, obwohl sie gar nicht erkältet sind. Dann, das ist jedermann bekannt, machen durchbrechende Zähne rote Bäckchen. Und beim Zahnen besonders auffällig eben einseitig rote Bäckchen, nämlich auf der Seite, wo die Zähne, insbesondere die Backenzähne, durchbrechen. Dann gibt es das Phänomen der Zahnstühle. Zahnstühle sind Stühle, die grün sind und entsprechend deftig riechen. Bei meinen Kindern zum Beispiel habe ich beim Blick in die Windel immer und beim Riechen an der Windel immer erkennen können, dass sie gerade in der Zahnphase sind. Aber das ist nicht bei jedem Kind so, aber häufig. Auch mehr oder weniger häufig ist die Unruhe und das schlechte Schlafen der Kinder, die zahnen. Und verbunden mit dem schlechten Schlafen ist oft eine gewisse Gereiztheit, ein schlecht Draufsein und entsprechende Störungen bei der Nahrungsaufnahme von festen Speisen zu bemerken. Welche Möglichkeiten gibt es, das Zahnen zu begleiten bzw. die Zahnungsbeschwerden zu lindern? Wenn man Glück hat, dann akzeptieren Babys während der Zahnzeit sogenannte Beißringe. Die haben teilweise auch so ein Gel innen drin, der, wenn man das in den Kühlschrank legt, entsprechend lange kühl bleibt dann und den Kindern entsprechend gut tut. Leider akzeptieren recht viele Kinder genau dieses an sich geeignete Instrument eben nicht. Dann nehmen sie stattdessen ein Spielzeug, ein Holzspielzeug, welches dann aber allerdings entsprechend speichelfest sein muss, also ein geeignetes Babyspielzeug aus Holz oder eines aus Kautschuk oder aus Gummi. Das ist auch etwas, was die Kinder benutzen, um sich selbst durch diesen Druck darauf etwas Linderung zu verschaffen. Aber ich betone das, da muss man Glück haben, wenn ein Kind sich damit beruhigt. Das ist allerdings die natürlichste aller Maßnahmen gegen Zahnungsbeschwerden. Man kann selbstverständlich, das wird Ihnen als Erstes eingefallen sein, diese klassischen Zahnungsmittel natürlich auch versuchen. Ich selbst habe nichts dagegen, wenn Eltern
sich Zahnungskügelchen und solche Gels besorgen und sie ausprobieren. Tatsächlich helfen sie manchen Kindern. Aber ich beobachte auch oft, dass sie praktisch routinemäßig gegeben werden, oft monatelang, mehr so tatsächlich aus Routine. Und ich bitte die Eltern dann kritisch zu prüfen, ob diese Mittel wirklich einen Sinn machen. Sprich, einfach mal weglassen, eine Nacht nichts geben oder am Abend eben nichts geben und kontrollieren, ist es dann tatsächlich notwendig, dass man diese Kügelchen oder diese Gele aufträgt. Wenn es mal ganz besonders schlimm ist, und dass diese Zustände gibt es natürlich auch, dann kann man und darf man einem Kind auch mal ein richtiges Schmerzmittel, Paracetamol oder Ibuprofen geben. Das Problem allerdings ist, dass die Gefahr besteht, dass man das häufig gibt, weil es schon bequem ist, wenn ein Kind dann mal früher zum Schlafen kommt. Und das ist der Punkt, der mir wichtig ist, in diesem Video anzusprechen. Das Zahnen ist etwas, was zu unserer Entwicklung dazugehört. Auch unsere Eltern, auch meine Eltern mussten mit mir in dieser Zahnzeit durch diese etwas schwierige Zeit hindurch. Es gehört einfach dazu, dass Kinder, die zahnen, unruhiger sind, schlechter schlafen. Und da braucht es vor allem Verständnis. Es sind ja nur 20 Zähne. Und in der Regel ist mit dem Alter von 2 Jahren auch der Hauptteil geschafft. Tatsächlich haben die meisten Kinder mit 2 Jahren 16 der 20 Zähne und die letzten 4, die hinteren Backenzähne, machen in der Regel kaum mehr Beschwerden. Welche sind die schlimmsten Zähne? Das werde ich nicht müde, es immer wieder zu betonen. Die Schneidezähne, die als erstes kommen, in der Regel machen relativ wenig Probleme. Dann kommen nach den Schneidezähnen, das sind jeweils 4 oben und unten, kommen die Backenzähne. Nicht die Eckzähne, die dann in der Reihenfolge ja sonst dran wären. Also die Backenzähne kommen nach den Schneidezähnen. Und die Backenzähne sind groß, die drücken sehr viel Schleimhaut weg und das spüren die Kinder in der Regel dann doch etwas mehr als die Schneidezähne. Und die Eckzähne, die danach kommen, die gehören nach meinem Empfinden, nach meiner Beobachtung zu den schlimmsten Zähnen. Also wenn die Backenzähne und Eckzähne durch sind, dann haben sie die Hauptzeit der Zahnungsprobleme überstanden. Noch 2 Dinge zum Zahnen. Erstens, es gibt sogenannte Augenzähne. Damit sind die Zähne gemeint, die die Augen mit betreffen, wenn sie durchbrechen. Und zwar im Sinne von, dass die Augen vermehrt tränen und die Augen etwas gerötet sind. Das sind vor allem die oberen Backenzähne und die oberen Eckzähne, sogenannten Augenzähne, wenn die also durchbrechen. Und dann noch etwas, wenn Zähne da sind, dann bedeutet das automatisch auch, dass sie geputzt werden müssen. Also, sobald die Zähne ausreichend weit aus dem Zahnfleisch hinausgewandert sind und ideal, wenn oben und unten die Zähne da sind, dann sollten Sie beginnen mit einer entsprechend weichen Babyzahnbürste, so empfehle ich das, die Zähne auch zu reinigen. Es ist am Anfang mehr ein symbolischer Akt zugegeben. Die Kinder machen ja auch nicht mit. Und viel zu reinigen gibt es ja in der Regel auch nicht. Aber auf diese Weise gewöhnen sie die Babys schon dran, dass man sich morgens und abends um die Zähne kümmern muss. Und dann fällt es ihnen später nicht schwer, diese Gewohnheit zu übernehmen. Alkohol. Bei der Jugenduntersuchung mit etwa 14 Jahren spreche ich dieses Thema an. Bei den meisten merke ich eine gewisse Unsicherheit, auch eine gewisse Scheu, vielleicht auch etwas gespielt, geht mich noch nichts an, weil tatsächlich ist es ja so, dass Alkohol erst ab 16 Jahren den Jugendlichen zu trinken erlaubt ist. Aber was verboten ist, ist besonders interessant. Die Verletzung des Lippenbändchens. Zunächst schauen Sie sich dieses Bild an. Bei diesem Kind sieht man das Lippenbändchen sehr deutlich. Es ist bei diesem Kind auch sehr dick. Und Sie sehen auch, dass die Schneidezähne auseinandergedrängt werden durch dieses dicke Lippenbändchen. Bissverletzungen. Und damit meine ich Bissverletzungen, die durch Tiere, Hunde, Katzen meistens, aber auch Hasen, Meerschweinchen, Hamster, Mäuse können beißen und durch Menschen verursacht werden.